Ja, ich möchte euch jetzt eine Wohnmobilvorstellung machen von einem Adria Coral All-in 1 670 SL. Ist 7,49 Meter lang und 285 Meter hoch. 285 Zentimeter hoch und ist auf einem Zitrönen gebaut. Es ist eine 360-Grad-Kamera. Bitte aktiv, selbst aktiv werden und nur auf Geräte, die 360 Grad verarbeiten können, anschauen, sonst macht es keinen Spaß. So, fangen wir mal mit dem Wohnraum an. Hat eine sehr schöne, große, geräumige Sitzgruppe. Ihr könnt es wieder hinwischen. Finde ich sehr toll. Mit einer Sitzbank gegenüber. Ist ein teilintegrierter. Lasst es einfach auf euch mal wirken. Also ich finde das sehr schön. Freunde von uns haben diesen auch gekauft. Auch eine sehr schöne geräumige Küche ist dabei mit vielen Schubkästen. Was ja so eine Hausfrau ja braucht, Wohnmobilhausfrau. Mit einem Drei-Flammen-Herd, der eigentlich gar nicht mal so schlecht angeordnet ist. Ich denke mal, da kriegt man sogar drei unterschiedlich große Töpfe drauf. So, jetzt stehe ich im Badbereich. Badbereich deswegen, hier ist die Dusche. Eine sehr geräumige, tiefe Dusche, wo man bequem duschen kann. Und auf was wir mittlerweile achten, ist, dass man den Wohnraum zum Bad und zum Schlafzimmer abteilen kann mit einer Tür. Vorhang, haben wir festgestellt, ist nicht das für uns persönlich das Gelbe vom Ei. Also wir legen jetzt mittlerweile darauf sehr viel Wert, dass wir eine Türe haben zum Schlafzimmer. Hier ist dann auch noch mal eine, dass man auch das noch abteilen kann. So, jetzt mal filme ich das Toilettenbereich, Badbereich. Und dann hat man eigentlich viel Platz, um sich früh fertig zu machen, um duschen zu gehen. Was das Schöne ist, es ist ein Fenster mit drin und in dem Fahrzeug All-In heißt, da ist eine Jalousie mit verbaut, ist in dem Preis mit drin, kostet um die 54.000 Euro. Ja, und das ist das Schlafzimmer. Einzelbettengrundriss, man kann aber das verlängern, dass man ein riesengroßes Bett dann hat. Was das sehr Schöne auch ist, hier unten sind noch Schränke verarbeitet, wo man Schuhe, alles unterbekommt. Hier ist auch noch ein Tritt, hier kriegt man auch einiges noch unter. Also sehr durchdacht das Konzept von Adria. Also mir gefällt das Wohnmobil sehr gut. Und es kostet nicht 54.000, sondern 57.000. Aber ich denke mal, das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis passt bei diesem Modell. So, ich habe jetzt noch mal die Kamera nach unten gestellt, dass ihr hier noch mal seht, dass jeder seinen eigenen Bereich hat, wo er seine ganzen Sachen reinlegen und reinstellen kann. Schubkästen auch, wahnsinnig viele verbaut hier im Schlafzimmer. Hängeteil, alles sehr tief. Ja, die Garage ist auch sehr geräumig. Da kriegt man auch alles unter, was man reinbekommt. Ich kann euch jetzt, da ich kein Raumgefühl habe, das ist ein Mango bei mir, sagen, ob man hier Fahrräder reinbekommt oder nicht. Aber ich denke mal, muss man ausprobieren. So, das war die Wohnmobilvorstellung
von dem Korall. Muss wieder ablesen, 670 SL. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss, bis zur nächsten.